So, wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Ja, wir sind wieder belebt, weil wir sind mal wieder in der Kanalisation im Ab gestorben. Wie so oft. Oh mein Gott. So, aber wir fahren jetzt erstmal wohin, wo wir jetzt die Kisten noch nicht leergeräumt haben. Gehen wir jetzt hin. Laufen. Da müssen wir Werbung angucken. Okay. Wir haben aber noch. Ach was. Komm. Wir haben noch so viel Kröten. Kaufen wir mal eben. So. Eintreten. Du sollst eintreten. So. Na, wir haben eben im Moment 5% auf Fundsachen Fahrzeug. 14% auf seltene Gegenstände durch Hunde. So, und jetzt geht's dann da rein, um das leer zu räumen einfach. Die beiden Dinger, das mache ich immer so. Wie gesagt, das verbessert die Wahrscheinlichkeit. Ach, andersrum, da unten. So. Okay. Und, ja, da können wir ja gleich jetzt den Brief einlegen, eigentlich, glaube ich, ne? -2 oder -3? Die mir noch fehlen. 3. Ich habe nur 2. Ist wieder so urtypisch. Jetzt fehlt mir noch einer. Das ist, ne? Was soll man erwarten? Na gut. Ist halt so. Schwund ist überall. Jetzt hätte ich da auch noch das Holz schlagen können und so weiter, aber die Zeit verrinnt mir, ja? Weil der Fahrzeugbonus, der läuft ja nicht mehr so lange. Wir können gleich mal gucken. Es müssten noch, ich schätze mal, 12 Minuten sein. Los, Karte. Danke. So, aber hier können wir auch noch mal hin. Da gehen wir im Moment hin, um hier mal noch einmal zu gucken. 20 Minuten habe ich noch. Okay, aber trotzdem, 20 Minuten ist wenig. Aber da will ich wieder. Ich habe nämlich einen großen Rucksack verloren. Weil ich vergessen habe, ihn umzupacken. Ja, und dann sterbe ich im Obergeschoss mit einem großen Rucksack. Es ist. Wie blöd muss man sein? Da drin bin ich gut. Extra so eingeführt, dass ich immer einen Rucksack noch im Motorrad habe und dann packe ich ihn nicht um. Aber irgendwie muss man ja bestraft werden, ne? So. Komm mal in den Laden. Ich habe leider nicht so viele Teile im Moment für die Uschi. Da sind ein paar Präsentchen. Aber ich will hier nochmal am Automaten daddeln. So, wir gehen auf Autospin, dann geht es etwas schneller. Na, gleich sind die 100 schon wieder verdattelt.
Jo, das war's. Ne? Aber, weil wenn man mal den Jackpot hat, dann bekommt man natürlich auch was. Und ich habe hier noch einen großen Rucksack drin liegen. Ne? Deswegen habe ich den jetzt auch mitgenommen. Apropos großen Rucksack. Dann nehmen wir doch die AK mit. Um gleich ins zweite abzugehen. So, den großen Rucksack, den packen wir mal schön ins Motorrad. Damit wir den nicht wieder versemmeln. Denn da drin sind wir ja gut. So. Jetzt werde ich wieder in den Bunker gehen, in den Hafen. Komm, sieh zu. Kann ich immer nicht so lange warten hier. So. Da gehen wir jetzt hin. Erstmal so, Zacomio. Na, eigentlich müsste er gleich umspringen auf 18. Wie? Nicht umgesprungen, na gut. So. Gudi, dann renn da in den Keller. Wie sieht es denn im Moment aus? Das kann dann erstmal raus. Die AK nehme ich in die Hand. So, und ich glaube, ich sollte jetzt mal aufhören, so auf Risiko zu spielen. So, das packen wir, schmeißen wir jetzt erstmal alles in die Kiste. So, und, achso, genau, immer. Das tauschen wir mal, ein Brecheisen. Wenn nämlich verklemmte Türen sind, dann komme ich da wenigstens weiter. So, und hier hinten war ja bei meinem letzten Video der Aufgang, wo ich hochgegangen bin. Aber ich bin oben gestorben im Aufgang und jetzt ist die Decke dann eingestürzt. Also man kann hier diese Aufgänge nur ein Weg. Sie kennen nur einen Weg. Einmal rein, wenn man wieder rauskommt, egal ob man stirbt oder sonst irgendwas, ist der Gang eingestürzt. So, also gehen wir hier den nächsten rauf. Und hoffen, dass wir jetzt mal länger leben. Und nicht wieder abkacken. Na komm. Kenne ich diese Räumlichkeiten schon? Ja, diese Räumlichkeiten kenne ich schon. Okay. Hier hinter ist ein Kokon. Der ist, der macht Gift. Na komm, guck mal. Ist das ganz gut, dass ich die AK mitgenommen habe?
Denn die Langwaffen haben eine höhere Reichweite. Aber hier brauche ich sowieso noch eine zweite Akkord, weil da vorne noch mehr. So, ich weiß gar nicht, ob der guckt. Schädige ich die anderen nicht mehr. So. Hat mir ja richtig wieder was gekostet hier. Scheiße. So, was haben wir hier drin? Ich möchte ganz gern ein bisschen Glas wenigstens haben. So, was kommt hier jetzt? Bin ich mir im Moment gerade nicht so sicher. Badezimmer nicht. Stimmt. So. Na gut. Komm raus da. Da hinten ist nochmal. So, die Türen hier, die stecken nämlich. Und er steht jetzt auch auf. So, jetzt einmal ein Paket nehmen. So, und jetzt kommt hier, glaube ich, einer, ein großer, der ist ein großes Watz. Der macht groß Aua. Ach, der macht gar nicht so viel Aua. Der war ja noch relativ harmlos. So, der Kokon wieder. Der hat mir meine Mütze genommen. Okay. Da brauche ich irgendwie Panzer. Hier war ja nichts drin. Panzerung. Panzerung? Ein Helm oder sowas? Das ABC, das ist nicht gut. Nicht so wirklich. Hier muss auch irgendwo. Da haben wir ein Swordhelm. Na, siehst du. So, dann halt. Rucksack. Rugisagi, setz den Rucksack auf. Den Helm auf. Den Rucksack aufsetzen. Schon klar. Schon klar. So. So, Waffe beschädigt. Nächste Waffe. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Eine Waffe. Haben wir da noch was im Stock? Ja, eine M16 mit Scheinwerfer, oder? Wenn ich mich nicht irre, ist das eine M16 mit Schalldämpfer. Jo. Schalldämpfer ist mir eigentlich Wurst. Na komm. So, da kommen jetzt
Kleinen rausgekrochen, genau. Das waren die Krabbler, die ersten. Hier vorne kommen auch nochmal Krabbler raus. Das ist doch schon mal schön. Hier muss ich mal einmal Essen nutzen. So. Hier war, glaube ich, auch noch für das Rondell ein Decker. Kann hier noch irgendwo was auf der Wand? Ich glaube ja. Mal gucken. Könnt ihr mal von hinten das Ganze angucken? Von hinten, von der Karte aus. Ja, sag ich doch. So, und jetzt stelle ich mich hier hin und hier dürften sie mich eigentlich nicht kriegen können. Scheiße. So, die hauen mich alle, versuchen mich durch die Wand zu erledigen, was aber nicht funktioniert. Das ist es eben, ne? So, jetzt schalten wir mal um auf die zweite Waffe. Und das packen wir jetzt erstmal alles da in die Kiste, obwohl bringt ja eh nichts. Wird es nur ein Mann haben, oder? Ja? So, das Rondell können wir aufmachen. Da ist da noch ein großer Raum, den wir rein können. Und da sitzt auch noch ein Kokon vorne. So. Ein Schraubenschlüssel. Oh, den möchte ich gerne runterbringen. Ja, ich könnte jetzt natürlich sagen, okay. Aber ich lasse mal wieder die Sau raus. Ich spiele mal wieder auf Risiko. Oh Gott, du Vollpfosten. Warum musst du immer auf Risiko gehen? So, das waren schon mal die Parasiten. Wieso musst du immer so dicht rangehen da? Du siehst den doch. Okay, ich brauche eine Gasmaske. Eindeutig. Okay, dann versuchen wir es doch mal mit der Gasmaske. Falsche. Da haben wir doch eine. Hier haben wir doch ein ABC-Helm. Zack. Dann haben wir 6 Stück. Also, was kostet die Wurst? Zack. So. Ja, jetzt stehe ich natürlich so, dass ich gar keinen ABC-Helm brauche. Auch nicht schlecht.
So, Waffe beschädigt. Jetzt gehe ich erstmal in Sicherheit, um mir, Mann, eine Waffe wieder zu verabreichen. Da sieht man mal, ne, wie hier die Waffen draufgehen. Habe ich noch eine Langwaffe? Hab ich hier eine Harpune? Das ist doch... ist schon echt kacke. Die würde ich natürlich gerne für was anderes benutzen. Das Scharfschützengesehen mit Schalldämpfer. Wir haben hier noch eine Minigun. Warum nicht? Komm. Nehmen wir doch die Minigun. Na, kommen da noch irgendwelche Viecher? Nicht. Oh oh, jetzt muss ich. Ne, jetzt hungerst du natürlich gerade wieder. Das ist wieder klar. Das waren nur zwei von den Stinkern. Das ist ja Parasiten. Ich dachte, das wären irgendwie größere Watte. Na gut. Hey, aber die Ausbeute ist für den Arsch. Den Raum hätte ich mir schenken können. Mit Verlaub gesagt. Also da war dieser noch das Nonplusultra hier. Na gut. Aber wir haben ein Ab mal komplett geschafft, ohne zu sterben. Ist es nicht toll? Ist es nicht toll? Ja, aber auch nur im Endeffekt, weil wir die Räumlichkeiten kannten. So, und jetzt müssen wir natürlich selektieren, was nehmen wir mit und was lassen wir da. Weil wir haben ja nur einen kleinen Rucksack dabei. Nicht wahr? Wir packen erstmal das zurück, was wir eventuell so haben. Den Helm, den nehmen wir natürlich mit. Das ist schließlich, das ist schließlich wichtig. So, das nehmen wir erst recht mit. So, Kiste, das ist auch etwas, was selten ist. Das sowieso, mein Gott. Die Gummiteile brauchen wir auch ganz dringendst. Die beiden Sachen sind auch wichtiger als alles andere. Scheiß auf das Brecheisen. Das Brecheisen, davon habe ich so viele. Na, so, und ja, das andere ist eigentlich auch. Das andere ist auch unwichtig. Na? Ja, dann nehme ich schon lieber die Eisenplatte mit. Und dann doch das Brecheisen. Denn das Brecheisen kann dann hier im Dings bleiben. Weil das kann man ja nochmal brauchen. Die Zugangskarte brauche ich nur wirklich nicht. Davon habe ich auch Massen. Die verkleinere ich schon immer zu Plastik. Ja, aber super Ausbeute, wenn ich das nur so sagen darf. Allein der Schlüssel, der Schraubenschlüssel, das ist schon so ein Highlight für sich. So, und wenn wir jetzt nämlich hier die Leiter wieder runtergehen zum Ausgang, dann passiert nämlich Folgendes. Die Decke stürzt ein, sodass man nicht wieder zurück kann. Also, ne? Und genau das gleiche passiert eben, wenn man stirbt. Dann stürzt auch die Decke ein. Und dann ist der Zugang zu. Also einmal raufgehen, einmal runtergehen, mal zum Gucken, das kann man schön ans Bein nageln. So, aber jetzt kenne ich schon mittlerweile so einige Zugänge. Also einige Ups. Da sieht man es nämlich, da ist die Decke jetzt eingestürzt. So, und jetzt, achso, der ist da hinten. Jetzt kann ich erstmal das Material hier raus sammeln. So, aber wie lange Zeit haben wir noch
vorübergehend, ja, das ist schon aus. Ne? Fahrzeugteil ist schon mal aus. Ist okay. Kann ich mitleben. Nehmen. So, was nehmen wir mit? Das, was wir jetzt erstmal mitschleppen können. Obwohl, wir können ja Folgendes machen. Lassen den Kram erstmal unten. Ja, mein Herzchen. Wow, da hast du aber hübsch gemalt, du. Ja, da ist Mama. Aber Papa macht gerade ein Video, mein Herzchen. Okay? Ja. Danke. So, und zwar machen wir jetzt Folgendes. Ich hole den großen Rucksack. Der ja eigentlich kein Problem sein sollte. Wenn es mal hier losgeht. Hallo? Jetzt haben wir ja am Motorrad liegen. So. Aus Größe kriegen wir gleich ein bisschen mehr rein. Na? So, die Gummiteile nehmen wir natürlich gleich sofort mit. Zwei Schlüssel. Zwei Schlüssel. Wie viel habe ich denn dann? Weil ich möchte ganz gern mal endlich ins Labor. Und fürs Labor brauche ich nämlich noch ein paar Schlüssel. Da. So, fünf Schlüssel brauche ich noch. Okay. Er ist schon wieder hungrig. Zack. So. Da war ja auch, so gesagt, alles gefüllt. So, und jetzt lassen wir erstmal ein bisschen was hier. Pack mal rein da. So, Schrott, das ist alles Material zum Bau von Kisten. Oder eben, ne? Überlebensausrüstung. Gut, gut. Ja, du bist durstig, ich weiß. Achso, die Minigun können wir auch schon mal gegen was anderes eintauschen. Na, dann nehmen wir doch den Hammer raus. So. Dann haben wir hier noch. So, die Minigun ist fürs nächste Mal. Tja, wir müssen wohl oder übel in die Stockwerke mit brachialer Gewalt arbeiten. Ansonsten geht das irgendwie nicht. So, und jetzt holen wir das ganze Kleingedöns dann noch unten aus dem Keller. Ja, komm ran auf den Meter. Ja, komm, mach auf. So. Schwupp. Luftfilter auch. Gut. Denn die Luftfilter sind irgendwie. Ich habe irgendwie kein Glück mit Luftfiltern. Sind bei mir Raritäten. Aber Schlüssel genauso. Also es ist. Fünf Schlüssel. Ah. Mal gucken. Dann müsste eventuell, ja, vielleicht mit etwas Glück morgen, wenn man dann wieder auf die Pirsch geht, müsste irgendwo noch ein Schlüssel gefunden werden können. So.
muss ich hier aber auch nochmal optimieren. Ich brauche natürlich, also das Oberteil muss nicht unbedingt hier bleiben. Brauche ich nicht hier. Brauche ich nicht hier. Brauche ich nicht hier. Hose, Ding, was ist erstmal weniger wichtig? Chair. Ja gut, ich muss die Schuhe auch irgendwie da lassen, ne? Ja. Die Seile sind mir unbedingt wichtig. Mal rotieren. Tja, die Schleife muss auch nicht hier bleiben. Da ist sonst nichts mehr, was, also die Gasmaske könnte noch da bleiben, die Atemmaske. Aber das Material brauche ich alles. Das Material brauche ich alles. Und die Waffen werden auch irgendwann gebraucht. Obwohl, nehmen wir eine Glock. Obwohl, die Gasmaske reicht eine ganze Weile hier. Weil es gibt zwar einen Abschnitt, wo man eine Gasmaske tragen muss. Aber das ist, das reicht für 4-5 Mal. Gut. So weit, so gut. Nichts mehr zu essen dabei. Spielt aber auch nicht unbedingt die große Rolle. Weil... Jetzt gehen wir erstmal raus hier. So. Weil er verbraucht Essen sowieso nur, wenn er, so gesagt, direkt in einem Gebiet ist. Er verbraucht kein Essen, wenn er auf der Karte ist. Ergo haben wir Zeit zum Handeln und können dann im Stock gucken, ob wir noch irgendwas haben. Aber ich bin der festen Überzeugung, da habe ich noch ganz viel. Müsste nämlich noch theoretisch Steaks haben. Steaks. Ein anderes. Da haben wir noch rohes Fleisch für die Hunde. Da. Nimm nochmal Fleisch mit. So, und jetzt füttern wir ihn mal. Zack. Gut. Ach, ich wollte nochmal gucken, ob Kisten da sind. Ob ich Kisten bauen kann. Nämlich ganz wichtig. So, komm ran auf den Meter. Jawohl, ja. So, Kisten bauen. Ist hier noch was offen? Ich glaube ja. Okay. Die sind schon wieder aktiv. 23 Stunden und? Okay. Ja, dann kann ich ja schon wieder Holzkisten und Co. machen hier. So, erstmal die Holzkisten. Die Holzkisten gebraucht. Ich weiß nicht mehr. Gucken. Holzkisten. Rezepte. Hallo, Rezepte. Holzkisten. Leder, Eisen, Holz. Leder, Eisen, Holz. Mensch. So, eine Kiste, zweite Kiste, halt, nein, ich will keine weiteren Kisten bauen. So,
So. Akzeptieren. Eine Kiste rein. Versicherung an. Bestätigen. Start. So. Da hat sich die Versicherung wieder mal gelohnt. Und abgeschlossen. Gut, nächste Kiste. Und auf die Post. Ein Signalfeuer. Gut. Wieder Versicherung gut. Abgeschlossen. So. Für den, da brauchen wir Kuchen. So einen komischen, wie nennen Sie sich noch? Fällt jetzt gerade der Begriff nicht ein. So, und hierfür brauchen wir Hammer. Wir haben weder Hammer, noch haben wir den Kuchen, die Küchlein, die grünen, komischen Dinger dort. Ergo kann das alles wieder zurück. So. Denn, wie man da sieht, also von diesen Zombie-Teilen hier habe ich noch gar nichts bekommen. Weihnachtsfinger und sowas. Ich denke mal, das gibt es im Labor. Und dieser grüne Kuchen fehlt mir noch fürs Weihnachtspaket. Ja, und hier, von den Schlüssel brauche ich ein paar, also werde ich das wohl nicht bauen. Ergo bleibt nur dieses zu bauen und da fehlt mir Hammer. Ja, das andere ist ja immer relativ einfach zu bauen. Gut, Fried. Dann gehen wir mal wieder auf die Pirsch und gucken mal, was wir so im roten Gebiet haben. Ja, aber da gehen wir langsam hin. Somit ist jetzt erstmal das Video dann durch. Haben erstmal genug Video wieder gemacht. Jedenfalls, es war allein schon wegen diesem einen blöden Filter das Highlight schlechthin. Und die zwei Schlüssel sind natürlich nochmal oberprima. Na, andere sind schneller, andere sind besser. Ich bin's nicht, aber ich fake hier auch nicht meine Videos, so dass ich das Beste vom Feinsten da zusammenschneide, sondern das, was reales Leben darstellt. Na, damit, sonst guckt man sich ein Video an und ist eigentlich völlig frustriert. Die anderen sind so gut, heißt es dann immer. Nee, sind sie nicht. Sie schneiden nur das Beste zusammen. Oder sie sind's. Kann natürlich auch sein. Aber, ich bezweifle es einfach mal so. So, da gehen wir jetzt erstmal hin. Na, und da gucken wir dann auch gleich die Werbung an. Aber das war's dann erstmal fürs Erste so gesagt. Und wir sehen uns später. Tschüss.